Herzlich willkommen, Katharina Gerstmann. Hallo. Du kommst hier aus AKK. Richtig. Und wir wollten mal heute hören, was deine Ansichten aus dem Blickwinkel einer Kastellerin sind und was dir zum Thema Citybahn so einfällt. Ja, also ich lebe jetzt seit ungefähr 10 Jahren in Kastell, bin allerdings in Wiesbaden geboren, das können ja auch nicht so viele sagen, und bin als Studentin hergezogen und hier quasi hängen geblieben, wie es vielen geht, tatsächlich in meinem Umfeld, und bin quasi von der ersten Stunde, kann man sagen, an bei der BI dabei. Oder war damals auch bei der Gründungsveranstaltung dabei. Und AKK ist ja besonders im Fokus, einfach weil die, also besonders Kastell natürlich und Amöneburg, weil die Citybahn dort durchfahren wird. Und mittlerweile gibt es ja schon Diskussionen um einen zweiten Ast der Citybahn. Und auch der wird ja durch Kastell führen, in das Baugebiet Ostfeld, so es dann kommt, das ja noch nicht feststeht. Ja, also besondere Themen sind hier natürlich, haben wir einige. Also wenn man da mal so Prioritäten setzen will, ist es sicherlich die Theodor-Heuss-Brücke als Nadelöhr. Anfang des Jahres war die Theodor-Heuss-Brücke, wurde saniert. Da war die sehr kurzfristig, muss man sagen, geschlossen für den Verkehr, für den normalen Individualverkehr. Also es durften Taxis und Busse durften rüberfahren. Es gab dann auch ein verbilligtes Ticket sogar. Also dieses Monatsticket war dann nicht 4 Wochen, sondern 6 Wochen gültig. Trotzdem sind die Leute Umwege gefahren. Und ich selbst lebe, wie gesagt, in Kastell, arbeite aber in Mainz. Also habe genau diesen Arbeitsweg auch. Und ich fahre jetzt antizyklisch. Normalerweise fahren alle von Mainz nach Kastell rüber, weil sie auf die Autobahn wollen. Ich fahre andersrum und habe deswegen keine Probleme mit Stau gehabt, aber die anderen Leute schon. Und die haben aber lieber den Stau in Kauf genommen, als auf die Busse umzusteigen. Und ich glaube nicht, dass sich das mit der Citybahn irgendwie ändern würde. Zudem ist es ja so, ein Umsteigepunkt ist der Kasteller Bahnhof hier in Kastell. Und da kommen also wirklich viele Menschen an, und direkt am Bahnhof sind auch die Bushaltestellen. Sowohl nach Mainz rüber, als auch in die Gegenrichtung, also nach Gustavsburg und so weiter. Und die Citybahn hält ja nicht am Bahnhof und hält auch nicht oben unter dem Beduinenzelt, also Brückenkopf heißt die Haltestelle, sondern bekommt eine eigene Haltestelle an der Rampenstraße, die sogar schon im Bau ist. Und das ist halt schon ein Problem, weil warum sollte jemand, der am Bahnhof ankommt und die Wahl hat zwischen 6, 7, 8 Bussen, die rüber nach Mainz fahren, erst an die Rampenstraße laufen, um dort dann die Citybahn zu nehmen. Da wird auch ein Aufzug installiert. Da ist auch die Frage, wie lange wird dieser Aufzug funktionieren, wenn ich mir den Vandalismus am Bahnhof anschaue. Ich bin da sehr skeptisch. Und selbst wenn er funktioniert, werden nicht alle, die aus so einer Bahn aussteigen, sofort alle in den Aufzug passen, das ist ja klar. Also ich glaube, das ist nicht wirklich durchdacht. Wie ist das? Also unser Kenntnisstand ist ja, glaube ich, dass sowohl auf der hessischen als auch auf der rheinland-pfälzischen Seite soll ja dann eine rote Ampel installiert werden, sowohl hier wahrscheinlich dann im Bereich vom Hochkreisel, als auch drüben praktisch, wenn man da so Richtung vom Hotel oder Spielbahn kommt. Es gab ja mal so eine Verkehrssimulation, wo man dann mal so einen Eindruck gewinnen konnte, wie das dann ist, wenn dann für die Citybahn quasi die Ampeln auf Rot geschaltet werden, damit die aus statischen Gründen dann hier drüber fahren kann und sich dann der Stau im Individualverkehr aufbaut. Jetzt soll ja auch die Bahn dann so im 5- oder 10-Minuten-Takt dann fahren. Wie schätzt du das Thema ein? Also mit den Ampeln, also ich bin auch hier in Kastell in Vereinen auch aktiv und so weiter, und von den Älteren wirklich, ich sage jetzt mal eingeborenen Kastellern, die haben zum Teil noch miterlebt, dass es ja Ampeln gab. Also es gab auf dem Hochkreisel Ampelschaltung, die hat man abgeschafft, weil es nicht funktioniert hat. Mhm. Ja, und es gab ja jetzt auch diese Simulation, das ist jetzt schon ein paar Monate her, das war im Kasteller Bürgerhaus, da wurde das simuliert mit Ampeln, und die hat man schon in der Simulation, gab es schon Stau, weil es nicht funktioniert hat. Und ich denke, wenn es in einer Simulation schon Stau gibt, ob das dann so sinnvoll ist. Vor allen Dingen, wenn es einen Rückstau gibt, und den gibt es ja regelmäßig zu den Stoßzeiten auf der Theodor-Heuss-Brücke, die Citybahn bringt dann auch eine Vorfahrt durch Ampelschaltung nichts, weil es wurde ja schon viel versprochen in Sachen Citybahn, dass sie fliegen kann, bisher noch nicht. Mich würde es nicht überraschen, wenn es noch kommt, aber sofern sie nicht über den Stau fliegen kann, wird sie genauso im Stau stehen wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch. Ich hatte dich vorher gefragt, ob ich das auch sagen darf, aber du bist ja Mutter und bist kurz vor der Entbindung deines zweiten Kindes. Und also jetzt nicht stündlich, ne? Nee, aber nur noch wenige Tage, Wochen.
Und jetzt wird ja immer auch so ein bisschen transportiert, so, ja, dass die Citybahn würde Beruf und Familie vereinen und so weiter, was ja offenbar Busse dann nicht können. Und wie siehst du diese ganzen Familienthemen und Berufsthemen da um das Thema? Ja, also das erstmal vielleicht mal mit diesem Vorwurf ausräumen, dass sich irgendwie Familien immer alle für die Citybahn aussprechen würden. Das ist nicht so. Also mein Sohn ist knapp 3. Unsere Tochter wird jetzt in spätestens 3 Wochen geboren werden. Gerade dann ist man, wenn man Kinder hat und auch kleine Kinder hat, sehr daran interessiert, was passiert in der Zukunft. Ich will natürlich, dass sie eine schöne Zukunft haben und ich möchte eben nicht, dass sie dann an einem Schuldenberg leiden, den sie dann abtragen müssen und das Geld fehlt an anderer Stelle. Mein Sohn ist letztes Jahr in die Krippe gekommen und da konnte das Außengelände nicht fertiggestellt werden, weil kein Geld da war. Das heißt, sie sind dann immer zum benachbarten Spielplatz, das ging auch irgendwie, aber ich sehe halt, dieses Jahr ist ja das Außengelände fertig und das ist natürlich schon viel schöner. Und wenn man dann halt irgendwie 3 Millionen Euro in Marketing für die Citybahn stopft und um die nächste Hochglanzbroschüre zu drucken, aber dann das Geld nicht hat, um so ein Außengelände fertigzustellen, verstehe ich das nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie die Citybahn dazu beitragen soll, Familie und Beruf zu vereinen, weil nach der letzten NKU, es muss ja noch ein neuer erstellt werden, gibt es durchschnittliche Reisezeitgewinne von 36 Sekunden. Und selbst wenn das für den einen oder anderen dann 2, 3, 4, 5 Minuten sind, also ob ich jetzt 2, 3, 4, 5 Minuten eher an der Kita bin, das hilft mir wirklich im Alltag nicht weiter. Was wirklich weiterhilft, wären Ausbau der Krippenplätze, bessere Bezahlung des Personals, auch auf Mütter und Väter eingehen, die Schicht arbeiten, dass sich da was an den Zeiten in der Kita tut. Also da gibt es sehr, sehr viele Baustellen, auch in Schulen natürlich. Die Citybahn hilft da nicht weiter, wirklich nicht. Und wenn ich durch die Citybahn mehr im Stau stehe, weil eben doch nicht so viele Autofahrer umsteigen, bisher konnte mir niemand plausibel erklären, wie man denn auf diese Zahlen überhaupt kommt. Diese, es waren ja mal, also jetzt wurde ja wieder von 20.000 Fahrten gesprochen, die am Tag eingespart wird neuerdings. Es waren ja in anderen Gutachten waren es 13.000. Kein Mensch weiß, wo diese Zahlen herkommen. Ja, wenn das halt nicht so sein wird, dann stehe ich länger im Stau und habe größere Probleme zwischen Arbeitsstelle und voller Berufstätigkeit und Kita und Einkaufen und hin und her zu pendeln. Und wir haben tatsächlich nur noch einen Satz, ein Auto. Mein Mann ist also fleißiger Nutzer des ÖPNV, er arbeitet in Wiesbaden. Und das heißt, das ist dann auch nicht immer ganz so einfach, das zu koordinieren. Und ich sehe da die Citybahn nicht als Hilfe an. Wir haben ja auch gerade die Tage nochmal diese Tabelle oder die Statistik von der Mainzelbahn veröffentlicht, die mal in der Tagespresse hier veröffentlicht wurde, letztes Jahr im Oktober. Vor Mainzelbahn 2016 war der Anteil ÖPNV 22% und 2019, also nach ungefähr 2 Jahren der Einführung der Mainzelbahn, immer noch bei 22%. Das heißt auf gut Deutsch, es sind alle vom Bus zwar in die Bahn umgestiegen, mag sein, auch der eine oder andere Autofahrer, aber das sind jetzt nicht irgendwie die Massen sozusagen, die dann umgestiegen sind. Das Einzige ist das Thema Fahrrad, ja, das ist angestiegen. Aber es bist ja nicht die Erste, die dann sagt, dass das Thema 17.000 oder 20.000 Pkw-Fahrten am Tag entfallen sollen, besonders realistisch erscheint. Ja, vor allen Dingen, ich habe selbst an der Uni Mainz studiert und habe ja, wie gesagt, auch noch studiert, als ich hierher gezogen bin und bin dann immer hier in die 6 eingestiegen und bin dann durchgefahren bis zum Campus. Jetzt ist es natürlich so, die Busse halten nicht direkt auf dem Campus. Für die Mainzelbahn wurde ja da eigens eine Haltestelle eingerichtet und die hält quasi direkt auf dem Campus. Das sind halt auch ein bisschen kürzere Wege und der Mensch und auch Studenten, das kann ich auch guten Gewissens sagen, ich war ja selbst mal eine, sind faul und natürlich wählt man da das Verkehrsmittel, das mich meinem Ziel am nächsten bringt. Und das ist in dem Fall tatsächlich das Verkehrsmittel, was ja mitten auf dem Campus hält. Und man muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt keine begeisterte Radfahrerin, laufe aber viele Wege zu Fuß. Und der Anteil, wenn man sich auch Statistiken anguckt, gerade in Wiesbaden von Fußgängern, ist höher als der in Mainz. Also, und ob jetzt jemand zu Fuß läuft oder mit dem Rad fährt, ich glaube, das ist der Umwelt dann auch egal. Und es sind ja auch, nochmal auf den Campus zu kommen, es gab vorher eine Campuslinie, die 69, die hat quasi einmal den Campus umrundet, die ist ja auch weggefallen mit der Mainzelbahn, aber wenn man sich auch mal die Mainzelbahn anschaut, wenn sie nach dem Campus die Haltestellen, die sind halt, da ist die oft leer, also da ist sie wirklich richtig leer. Man muss dazu sagen, die Saarstraße, auch als Nadelöhr, die hat immer noch 2 Fahrspuren in jede Richtung. Also es ist nicht wieder auf der Biebricher Allee, wo man dann nur noch eine Fahrspur hätte.
Interessant ist ja auch eigentlich in Mainz, wo es ja eine Straßenbahn gibt, ist jetzt trotzdem ein Fahrverbot ausgesprochen worden, beziehungsweise jetzt durch eine Tempo-30-Zone ersetzt worden. Also auch eine Straßenbahn schützt nicht vor Abmahnvereinen und irgendwelchen Urteilen. Ja, das ist ja nicht nur in Mainz so, das sind ja ganz viele andere Städte in Deutschland auch. Also nutzt das überhaupt nicht. Und man muss halt immer gucken, Straßenbahnen können ja durchaus sinnvoll sein. Das muss man dann an der jeweiligen Stadt entscheiden und an den dortigen Gegebenheiten. Hier ist es ja so, dass die Citybahn ja auch eine Strecke fährt, die ja schon erschlossen ist. Wir erschließen ja jetzt hier nicht völlig neues Terrain, wo es keine Haltestellen gibt, sondern es gibt eine S-Bahn, es gibt Busse, die dann für die Feinverästelung zuständig sind. Es fahren, wie gesagt, 6, 7, 8 Busse ab, die ganzen 50er-Linien am Bahnhof. Das heißt, wir haben hier ein extrem gut erschlossenes Gebiet. Und man muss ja jetzt auch sagen, die 6, früher ist die alle 7,5 Minuten gefahren, jetzt fährt es alle 10 Minuten, weil angeblich diese Auslastung nicht mehr da ist. Ja, das widerspricht sich für mich irgendwie. Wenn diese Auslastung doch wieder da ist, dann könnte die 6 durchaus den Takt erhöhen. Dann vielen Dank für deine Zeit, bitte, bitte. Und dein Blickwinkel aus AKK und natürlich alles Gute für die kommenden Wochen. Ja, danke. Bis dann. Ciao.